Oh Mann. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen GTA 5 Online-Video. Das war gerade ein richtig cooler Tanz. Ein kleiner Bug, würde ich mal sagen. Bin nämlich nicht reingekommen ins Auto und hab die ganze Zeit so rumgestottert oder keine Ahnung, wie man es nennt. Egal. Ist ja auch nicht so wichtig. Ich spiele heute mal als Trevor, so wie der heißt. Ist sowieso die geilste Person. Wird natürlich ein bisschen langweilig. Oder besser gesagt, nicht langweilig, sondern der nervt nach einigen Zeit. Ich glaube, ich spreche da aus der Seele von vielen GTA 5 Spielern. Immer wenn man zu dieser Person switcht, also man kann ja zwischen Franklin, Michael und Ding auswählen, Trevor, da macht Trevor meistens immer richtige Scheiße. Zum Beispiel, er liegt auf den Schienen oder er besäuft sich oder man ist plötzlich in einem, man wird plötzlich von der Polizei verfolgt, überall Bullen und so. Also bei Trevor nur Stress. So, holen wir uns mal eine Karre, würde ich sagen. Oh nein, die Hippie-Karre wird mir geklaut. Nehmen wir halt die nächste. Nacht, es ist Nacht. Oh, eigentlich wollte ich diese Karre nicht, aber gut. Ich nehme das, was da ist. Okay, also. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nach zum Flughafen und machen erstmal hier mal ein bisschen die Musik leiser. Ich habe das vorhin mal ein bisschen aufgedreht, weil es ein bisschen geiler ist. So. What the fuck? Paar gezielte Schüsse draufhalten und der Typ ist tot. So. Oh, da fehlt das Radio schon. Naja, wenigstens die Tachoanzeige funktioniert noch. Alter, jetzt werde ich verfolgt von ein paar Motorrädern. Da muss man sich immer ein bisschen konzentrieren. Dann triffst du die auch. So. Jetzt schnell ins Flugzeug rein. Ach man, was müssen die Motorräder mich auch verfolgen? Ehrlich, das ist doch sowas von unnötig jetzt. Oh, nice! Nice! Scheiße, Mann, ich komme da gar nicht rein. Wir müssen warten, bis das Fahndungslevel weg ist. Weil mir gehört der Flughafen hier noch nicht. Ich bin noch nicht so weit fortgeschritten in der Mission. For fuck's sakes. Sprung! Boah, Hammer-Grafik. Kann man auf jeden Fall nicht meckern bei GTA 5. Ist auf jeden Fall eine richtig dufte Grafik. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Hätte nicht gedacht, dass das so geil ist. Auf der PS4. Aber PS4, das lohnt sich auf jeden Fall. Allein schon wegen der Grafik. Allein schon wegen der First-Person-Ansicht. So, genau. Warum kann ich jetzt die scheiß Mission nicht starten? Was ist denn los hier? Das gibt's doch gar nicht. Was ist das für ein Beschiss? Ach, ich verpiss mich hier. Scheiß Flugzeug. Ja, ja. Naja, cruisen wir halt mal ein bisschen hier rum. Nachts ist natürlich immer ein bisschen scheiße, erstmal die Scheibe wegfallen hier. Komm, jetzt habe ich hier ein bisschen besseren Imperator-Chemie. Überlebenskrampf. Überleben in der Maze-Bank. Eine Übersetzung.
Oh, Imperator Jamie, auch ein YouTuber. Cool, nice. Will mal gucken, ob ich reingehe, weiß ich noch nicht. Boah, was ist denn das für eine geile Karre? Ach, scheiße, Mann. Egal. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal, euer 2Games Kommen auf der PlayStation 4. Und herzlich willkommen. Und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Jo, ich wollte eigentlich ein bisschen Flugzeug fliegen. Müssen wir auf jeden Fall mal in der nächsten Runde mal schauen, ob wir da vielleicht in ein Flugzeug kommen. Oder vielleicht mal in so ein Stocker. Kann man mal so ein kleines Stocker-Rennen machen. Habt auf jeden Fall noch richtig Bock. Aber Gemach, Leute. Gemach. Kommt alles noch. Man kann nicht alles in einem Video machen. Holt auf jeden Fall rein und ciao.